Per Definition umfasst das Universum die Gesamtheit von Raum, Zeit sowie aller Energie und Materie. Oder in anderen Worten, alles, was existiert. Doch allen astronomischen Meilensteinen und Weltraumflügen zum Trotz ist es uns bislang noch immer nicht gelungen, das große Ganze zu entschlüsseln. Demnach präsentiert sich der Kosmos in seiner Gesamtheit noch immer weitestgehend als ein ungelüftetes Rätsel. Infolge unseres unvollständigen Wissensstandes existieren die verschiedensten Theorien, welche den wahren Charakter des Weltalls ergründen möchten. Eine besonders spannende These hört auf den Namen holographisches Prinzip und fußt auf der Annahme, dass sich das Universum in Wahrheit vollkommen anders gestaltet, als es uns unsere subjektive Wahrnehmung weismachen möchte. Was es mit dieser aufregenden Vermutung auf sich hat und worauf diese basiert, zeigen wir euch in unserem heutigen Video. Ihr habt Lust, regelmäßig mehr über die bahnbrechenden Entdeckungen und die spektakulären Schauspiele im Kosmos zu erfahren? Dann denkt daran, The Simply Space zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um nie wieder eines unserer Videos zu verpassen. Zeigt uns sehr gerne mit einem Daumen nach oben, dass wir euch mit den Inhalten unserer Beiträge spannend informieren können. Das holographische Prinzip. Wir leben in einer Welt, die drei räumliche und eine zeitliche Dimension besitzt. Oben, unten, links, rechts, vorwärts, rückwärts, sowie Vergangenheit und Zukunft. Nun, jedenfalls basiert diese Annahme auf unserer ureigenen Intuition, welche allerdings nicht mit der wahren Realität übereinstimmen muss. Denn tatsächlich glauben einige Forscher, dass unsere Lebenswelt, die uns natürlicherweise so real und greifbar erscheint, in Wahrheit nichts anderes ist als ein Hologramm, welches von einer unendlich weit entfernten Oberfläche projiziert wird. Um zu verstehen, was es mit dieser im ersten Augenblick schier unglaublichen Annahme auf sich hat, müssen wir zunächst einen Blick auf die revolutionäre Arbeit von Jacob Bekenstein werfen. Tatsächlich gelang es dem israelisch-US-amerikanischen Physiker, eine Gleichung abzuleiten, mit der sich die Entropie schwarzer Löcher beschreiben lässt. In einfachen Worten ausgedrückt, handelt es sich dabei um die Menge aller Quanteninformationen, die jemals in das schwarze Loch gestürzt ist. Dabei verkörpert die Bekenstein-Gleichung die maximale mögliche Entropie-Informationsmenge eines beliebigen Volumens des Raumes. Erstaunlicherweise ist dieses Maximum dabei proportional zur Raumoberfläche und nicht etwa zu dessen Volumen. Die Thesen Bekensteins sollten schließlich von niemand Geringerem als Stephen Hawking bestätigt werden. Bekanntermaßen entdeckte der 2018 verstorbene Astrophysiker auch die nach ihm benannte Hawking-Strahlung. Allerdings ist es uns nicht möglich, diese prognostizierte Strahlung schwarzer Löcher experimentell nachzuweisen. Da die Hawking-Strahlung überdies keine Informationen über die Entstehungsgeschichte des schwarzen Loches enthält, sehen sich die Forscher mit einem rätselhaften Informationsparadoxon konfrontiert. Das Verschwinden von Informationen steht im krassen Widerspruch zu einem Grundprinzip der Quantenmechanik. Und genau an dieser Stelle kommt das spannende holographische Prinzip ins Spiel. Dieses postuliert, dass jede Informationsform, die den Ereignishorizont eines schwarzen Loches durchquert, auf der durch den Schwarzschildradius definierten Grenzfläche vollständig kodiert wird. Um zu verstehen, was es mit diesen zugegeben eher kryptischen Worten auf sich hat, lohnt sich der Vergleich mit den uns bekannten Hologrammen. Obwohl diese eigentlich zweidimensional sind, enthalten sie doch dreidimensionale Bildinformationen. Wirklichkeit und Theorie. Um die weiteren Hintergründe des holographischen Prinzips zu verstehen, ist es wichtig, unser gängiges Vorstellungsbild so gut wie möglich auszublenden. Wie eingangs bereits erwähnt, nehmen wir die Welt um uns herum als Konstrukt wahr, das 3 plus 1, also die räumliche und die zeitliche Dimension, besitzt. Das Problem ist hierbei die Tatsache, dass weder die Relativität noch die Quantentheorien vor diesem Hintergrund dazu in der Lage sind, den Kosmos als Ganzes zu erschließen. Einen vielversprechenden Ausweg aus dieser wissenschaftlichen Einbahnstraße bietet die Stringtheorie. Diese postulierte erst 10, dann 11 und schließlich 21 Dimensionen. Im Rahmen dieser wissenschaftlichen These liegen die Grundbausteine des Universums nicht etwa in Form punktförmiger Teilchen vor, sondern verhalten sich vielmehr wie eindimensionale Strings.
Um diese Ausgangslage auch mathematisch stichhaltig zu machen, muss sich der Kosmos also in mehrere Raumzeitdimensionen ausdehnen, wobei einige dieser Dimensionen jedoch dahingehend aufgerollt sind, dass sie sich unserer Wahrnehmung entziehen. Und womöglich lässt sich diese schwer greifbare Vorstellung auch auf unsere fassbare Wirklichkeit übertragen, die in diesem Falle nicht das wäre, was sie zu sein scheint. Doch was spricht dafür, dass wir inmitten einer komplexen Illusion leben? Dass es durchaus möglich ist, so etwas wie eine falsche, aber dennoch authentische Realität zu erzeugen, kann heutzutage jeder nachempfinden. Dazu müssen wir uns nur eine VR-Brille aufsetzen und anschließend in die lebensechten virtuellen Landschaften eintauchen. Tatsächlich nehmen wir dabei auch einen dreidimensionalen Raum wahr, ungeachtet der Tatsache, dass dieser in Wahrheit nur von zwei flachen Bildschirmen erzeugt wird. Vereinfacht ausgedrückt lässt sich mit diesem Beispiel auch der Effekt des holographischen Prinzips nachvollziehen. Es existiert ein direkter Zusammenhang zwischen einer räumlichen Struktur und deren Pendant auf einer Fläche. Spannen wir den Bogen an dieser Stelle noch einmal zurück zum Informationsparadoxon schwarzer Löcher. Sofern man den Zustand eines abgeschlossenen Systems vollständig kennt, kann man dessen theoretisches Verhalten auch für jeden beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft präzise vorhersagen. Gleichzeitig ist es infolgedessen auch möglich, herauszufinden, wie sich das entsprechende Objekt kurz zuvor verhalten hat. Sollte die entsprechende Information allerdings verschwinden oder zerstört worden sein, ist dies naturgemäß nicht länger möglich. Außer in dem besonderen Fall, in dem die Informationen auf irgendeine Art und Weise in der Fläche des Ereignishorizontes kodiert sind. Damit wären also auch alle vorherigen räumlichen Effekte lediglich die Projektion eines Hologramms gewesen. Möglicherweise können wir uns den Kosmos anhand dieses Beispiels also als das Innere eines gigantischen schwarzen Loches vorstellen. Die tatsächliche Wirklichkeit spielt sich nur auf dem Ereignishorizont des Gebildes ab. Alles andere ist nichts als eine optische Illusion. Doch gesetzt den Fall, dass dieser geheimnisvolle Umstand unserer Realität tatsächlich zugrunde liegt, so muss doch ein Mechanismus existieren, der die Projektion unserer Welt überhaupt erst in Gang setzt. In anderen Worten bedeutet dies, mehrdimensionale Theorien müssen sich in Theorien mit weniger Dimensionen umwandeln lassen und das ohne, dass bei dieser Überführung irgendetwas verloren geht. Das Universum als Hologramm. Lange Zeit war ein derartiges Unterfangen nur für negativ gekrümmte Räume möglich. Mittlerweile haben die Wissenschaftler jedoch den Nachweis dafür erbracht, dass dies auch in einem nahezu flachen Kosmos möglich ist. Auch wenn die tatsächliche Form des Universums bislang nicht eindeutig entschlüsselt werden konnte, glauben einige Experten, dass eine fast flache Beschaffenheit am wahrscheinlichsten ist. Eine im Jahr 2017 veröffentlichte Studie spannt diesen aufregenden Gedankengang nun noch ein Stück weiter. Im Rahmen ihrer Arbeit untersuchten die Experten verschiedene holographische Quantenfeldtheorien und verglichen, unter welchen Parametern welche Eigenschaften des Universums herauskommen. Das überraschende Ergebnis? Die holographischen Theorien schnitten dabei nicht schlechter ab als das Standardmodell der Kosmologie. Auch die Anomalien der kosmischen Hintergrundstrahlung konnten in den entsprechenden Simulationen prognostiziert werden. Um herauszufinden, ob diese Forschungsergebnisse die Existenz eines holographischen Universums wirklich wahrscheinlich machen, sollten wir die Testreihe noch einmal genauer in Augenschein nehmen. Holographisches Prinzip auf dem Prüfstand. Die Frühzeit des Universums verkörpert für die Fachwelt noch immer ein ungelüftetes Geheimnis. Wie konnte aus dem bizarren, denkbar extremen Urzustand eine derart vielfältige kosmische Welt hervorgehen? Einer verbreiteten Theorie zufolge durchlief der Kosmos kurz nach seiner Geburt eine Periode der rasanten Inflation, innerhalb derer sich das frühe Universum binnen Sekundenbruchteilen über gigantische Dimensionen ausdehnte. Allerdings sehen sich die Wissenschaftler mit dem gewaltigen Problem konfrontiert, dass eine derart explosive Entwicklung aus heutiger Sicht nicht belegt werden kann. Ferner wissen wir nicht, welche Ereignisse die kosmische Inflation letzten Endes in Gang setzten. Die gute Nachricht lautet, sowohl das Standardmodell der Kosmologie als auch das holographische Modell treffen Vorhersagen, die sich wissenschaftlich überprüfen lassen. So kann zum Beispiel nachvollzogen werden, inwieweit die unterschiedlichen Modelle mit den realen Daten zur kosmischen Hintergrundstrahlung übereinstimmen.
In diesem Relikt aus der Frühzeit des Kosmos lassen sich zudem Hinweise auf Masse-Energie-Fluktuationen finden. Und tatsächlich fanden die Experten im Rahmen ihrer Simulationen heraus, dass die holographischen Modelle zwar etwas andere Fluktuationen als das Standardmodell prognostizierten, unterm Strich jedoch perfekt mit den Daten der Planck-Satelliten übereinstimmen. Doch bedeuten die überraschenden Ergebnisse nun, dass tatsächlich der Schluss nahe liegt, dass wir in einer Hologrammwelt leben? Die knappe Antwort auf diese Frage lautet nein. So stellen die Studienergebnisse selbstverständlich noch keinen unanfechtbaren Beweis für einen holographischen Kosmos dar. Um diese aufregende Theorie zu bestätigen oder zu falsifizieren, müsste sich nämlich der Raum selbst in seinen kleinsten Dimensionen unscharf präsentieren. Ob dies wirklich der Fall ist, soll das Fermilab-Holometer zeigen. Als empfindlichstes Laser-Interferometer aller Zeiten soll das Holometer sogar Lichtfluktuationen von der Größe eines Atto- bzw. Trillionstel Meters aufspüren können. So hat jeder von uns schon einmal verschwommene bzw. verpixelte Aufnahmen im Netz gesehen, die gemeinhin auf eine geringe Bandbreite im Internet zurückgeführt werden. Das Holometer sucht derartige Störungen in der Realität, die gemeinhin als jenes Frequenzlimit betrachtet werden, welches die Natur selbst festlegt. Im Vorfeld des Experiments hoffen die Forscher darauf, die kleinste Einheit des Universums aufzuspüren und die Frage zu klären, ob die Raumzeit wirklich einer Quantelung unterliegt. Dieser Begriff beschreibt die Zerteilung einer Gesamtheit in verschiedene Teile, wobei die einzelnen Teilstücke jedoch nicht beliebig klein werden können. Diesbezüglich zeichneten die ersten Messergebnisse allerdings ein eher ernüchterndes Bild. In der gemessenen Skala war die Raumzeit nicht gequantelt und auch das geheimnisvolle holographische Rauschen konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Ob es uns jemals gelingen wird, die aufregende Hologrammfrage zu klären, kann also nur die Zukunft zeigen. Und jetzt ist eure Meinung gefragt. Was denkt ihr über die Idee, dass unsere Welt in Wahrheit nichts anderes als das Ergebnis einer geheimnisvollen Projektion ist? Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video doch wie immer ganz einfach unten in die Kommentare. Ihr habt Lust auf weitere spannende Beiträge rund um das Thema Weltall? Dann werft zum Abschluss gerne auch noch einen Blick auf die anderen Videos unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eines der Bildchen hier im Abspann klickt. Vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.